Hey Leute, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich bin nochmal im Spinnenkerker. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Ding jetzt hier benennen soll. Auf jeden Fall habt ihr mir geschrieben, ich habe wohl noch was übersehen. Und das hole ich mir mal ganz kurz. Ich habe hier schon mal alles sauber gemacht. Soweit gereinigt von Spinnen und Roga-mutierten Viechern. Hier ist nämlich noch eine Wand. Guck mal. Und die breche ich mal eben durch. Alles klar. Das war's? Das war's schon. Eine leere Flasche. Na gut, dann halt noch einen neuen Trank. Mir ist aber noch was aufgefallen. Scheinbar geht's hier noch ein bisschen weiter. Guck mal, die haben hier echt Menschen eingesponnen, diese Spinnenviecher. Ich meine, es sind jetzt keine richtigen Spinnen, weil sonst hätten die ja mehr als nur vier Beine. Haben die vier? Ich weiß ja auch nicht so genau. Ich habe nicht ganz genau gezählt. Auf jeden Fall, schaut mal hier. Das habe ich auch nicht aufgemacht, oder? Habe ich? Ich weiß es nicht. Also auf PC habe ich es zumindest nicht aufgemacht. Ich glaube nicht. Ah, guck mal, mein Kombozähler, der ist schon richtig schön hoch. Und ich wollte noch diese Monks, die Cypher machen. Das ist noch, nee, Quatsch. Habe ich aufgemacht. Was erzähle ich denn hier? Na gut, ihr seht's ja, ich bin jetzt wieder ganz am Anfang des Spiels. Das habe ich gemacht. Ich war jetzt nur nicht ganz sicher, weil beim Nachspielen habe ich wohl was übersehen. Auf jeden Fall diese Monks, die Cypher, die machen wir jetzt auch noch schnell. Das ist eine Nebenquest, eine DLC-Quest. Die Tür war verschlossen. Genau. Hier gibt es noch ein paar verschlossene Türen. Die muss ich mir echt noch merken für später. Und, warte mal. Ich glaube, ich habe den Splitter aus der Haupthalle gar nicht. Wenn man da hochspringt. Ihr wisst schon, dieser Geheimweg. Ja, tut mir leid, wenn ich das jetzt hier noch schnell nachholen muss. Aber ich entschuldige mich ja eh viel zu oft. Ja, Backtracking gehört ja bekanntlichermaßen dazu. Auch wenn ich das jetzt hier auf der PlayStation schon gemacht habe. Auf PC war das nicht der Fall. Hui, was rollt denn der immer so? Immer dieses Rollen, ne? Das geht mir nicht in den Kopf, Leute. Oh doch, hab ich mir geholt. Alles klar. Ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Hallo, Kumpel. Und da ist er futsch. Da, guck mal, 1,64 schon der Zähler. Mhm. Ich werde den mal weiter hochtreiben, wenn es geht. Weiß gar nicht, wenn ich mir jetzt Runen kaufe, zählt das dann dazu, dass ich, meinen Kombozähler ein bisschen runterbringe. Den Multiplikator. Ist ja kein Kombozähler. Sind ja nur die Erfahrungspunkte, die einfach steigen. Weiß man nicht, ne? Ich weiß es nicht. Na gut, guck mal, das Clipping ist irgendwie fehlerhaft. Wie gesagt, das ist nur auf PC der Fall. Aber ich will jetzt nicht nur Vergleiche anstellen. Ich meine, ihr seht es ja selbst, wie es vorher lief und wie es jetzt läuft. Ich bin halt über die Framerate viel zufriedener. Das ist halt einfach viel schöner. Und ich meine, ihr seht es ja auch auf YouTube. Ich weiß, ich kriege da immer noch Posts oder gerade jetzt vermehrt Posts, dass es eben manchmal läuft und manchmal nicht. Mit diesen 60 Frames. Ich kann euch echt nicht sagen, woran es liegt. Das ist halt jetzt erst umgestellt worden. Ich denke mal, in der Woche redet keiner mehr davon. Aber jetzt zur Zeit ist es halt noch akut. Nicht wahr? Uhu! Oh, ich wollte jetzt so eine Sprint-Attacke. Geht ja gar nicht. So, wie gesagt, hier soll es wohl die Nebenquest geben, diese Monks, die Cypher. Weiß jetzt gar nicht, wie das auf... Okay, weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Wo ist denn der? Ach, da ist er doch. Die Nebenquest, DLC-mäßig. Ihr, bleibt weg von mir! Tut mir nicht weh! Hier sind überall Dämonen. Du solltest besser verschwinden, wenn du leben willst. Alle haben sich in der Zitadelle in Sicherheit gebracht. Antanas hat geschworen, dass er den Weg zum letzten Eingang markieren würde. Aber ich kann diese Zeichen nicht suchen, wenn überall diese Ungeheuer lauern. Ich sitze in der Falle. Mal sehen, ob ich diese Zeichen finden kann. Hört mir genau zu. Mit diesem Objekt könnt ihr Antanas Zeichen entdecken. Soweit ich weiß, gibt es drei davon. Bitte, findet sie. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr Antanas Zeichen für uns gefunden habt. Wenn ihr mir helft, gebe ich euch im Gegenzug etwas, das euch sicher interessiert. Hat er denn eine Maske auf? Antanas Wegweiser. Sieh mal an. Ach, guck mal, ich habe hier noch mehr. Magieentzug. Vor langer Zeit aßen Kultisten die Herzen ihrer Gegner, um ihre magischen Energien in sich aufzunehmen. Dieses Schmuckstück hat einen ähnlichen Effekt, aber ohne dass ein Blutbad mit furchtbarem Gestank dafür nötig wäre. Okay. Ja, das habe ich noch bekommen, habe ich jetzt aber gar nicht gemerkt. Das ist wohl scheinbar Magieentzug. Ja, wenn ich Gegner töte, bekomme ich Magie. Gar nicht mal so schlecht, aber ich lasse lieber dann dieses hier, weil jetzt bin ich schon wieder überladen, ihr seht's. Mit diesem Schmuckstück werden Antanas verborgene Zeichen für seine Anhänger sichtbar.
Ich glaube, ich werde vielleicht jetzt mal wieder umsteigen müssen. Da gehe ich jetzt mal auf Schurke und ich bin wieder gut. Das ist schön. So. Wo sind denn diese Zeichen, sag mal? Das muss ja irgendwo sein, oder? Oh, ihr Spinnies, ich hasse euch. Au. Blöde Spinnies. Ich bin normalerweise ein richtiger Spinnenfan. Ihr kennt mich, aber das hier... So. Habe ich es angezogen? Wie soll das funktionieren, Leute? Antanas Wegweiser. Soll ich nochmal zurück? Okay. Ah, ich kann die Grabsteine noch lesen. Ihr ruht Kyle Ember, edler Ritter. Träger des geschwungenen Schwerts. Seine Seele ist entzwei. Seit der Dieb nahm sein Schwert. Des edler Mut möge kommen, bleibt Erneuerung verwehrt. Okay. Ja, Leute, ich bin nämlich nochmal kurz auf dem Friedhof. Ich habe immer noch dieses Siegel an, um diese Runen zu finden. Aber ich habe noch keine einzige entdeckt. Ich habe keine Ahnung, ob das hier noch der Fall sein wird. Denn ihr sagtet mir, auf dem Friedhof gäbe es noch was, wo ich noch wohl runterspringen könnte oder so. Das wollte ich mir jetzt ganz kurz mal ansehen, aber jetzt sind hier neue Gegner aufgetaucht. Ich habe es wahrscheinlich rausgeschnitten, aber da war noch so ein Dicker mit Armbrust, wie wir aus dem Kerker schon kannten. Und zwei von diesen Berserker-Typen. Wow! Das sind die ekelhaften Kerle, die mir halt mal direkt die Hälfte abziehen. Warum erinnert er mich an den ersten Wächter? Leute, das ist ein Mini-erster Wächter. Was ist denn hier los? Das gibt's ja gar nicht. Ernsthaft? Die haben den nochmal hier als Mini-Boss verpackt? Ja, komm. Klatsch mich an. Bam. Und du kriegst jetzt die nächste Phase. Sag mal, irgendwie komisch, oder? Aber der macht auch viel mehr Schaden als der erste Boss, muss man sagen. Und jetzt tanzt er mir auch wieder was vor. Aber ohne die schönen Effekte, die er vorher hatte. Bam. 1540 EP, ihr seht. Der Zähler ist auf 2, also auf Maximum. Ach, genau hier ist noch was. Guck mal. Oh, Drachenschädel. Aber das kam jetzt wirklich erst nachdem... Was? Da kann ich durch? Ich habe trotzdem den Eindruck, ich bin hier viel zu früh, Leute. Deswegen sollte ich jetzt hier wahrscheinlich noch nicht weitergehen. Oh. Krass, Leute. Warum... Das hier, bitte. Sieht aus, als würde sich da so ein... Ne, das ist eine Wurzel, oder? Ich dachte eben, das wäre ein Drache oder sowas. Der Schwanz eines Drachen. Oh Gott, Leute, ich bin hier viel zu früh. Nee, sorry, ich drehe schon wieder rum. Aber es ist mir hier zu heikel. Wenn ich schon sehe, dass mir hier so ein Miniboss wieder mal mit einem Schlag die Hälfte Leben abzieht, dann ist das immer so ein eindeutiges Signal, dass man hier noch nicht hingehen sollte, eventuell. Ich meine, gut, es ist alles machbar, aber... Ne? Besser ist das. Oh, jetzt ist der wieder da. Guck mal, hier kann man richtig XP farmen scheinbar. Oh nein, der Kleine kommt wieder. Hallo, Kleiner. Wenn der nämlich mitkommt in den Kampf, dann wird's eklig, glaube ich. Die sind ganz schön garstig, diese kleinen Mistkerle. Aber die XP sind hier super, die ich bekomme. Vorsicht. Upp. Direkt in Phase 2 quasi. Aha. Well. Hast du nicht gedacht, ne? Tanz für mich. Du holde Maid. Das war jetzt nicht so toll. Wow, ich sehe nichts. Ja, danke schön. Kamera. Mein größter Feind in dem Spiel. Na, ist ja egal. Ich hole mir meine Seelen jetzt einfach wieder mit dem Stein und dann werde ich die gleich hier ausgeben. Nee, warte mal. 16k. Ach du Scheiße. Warte, ich schleiche mich mal ganz kurz hier durch.
Kleiner Mistkerl. Alter Schweden. Ja, jetzt bin ich zwar wieder auf dem Einsatzzähler, aber der gibt trotzdem richtig gut Seelen hier, der Fuzzi. So. Hier wär's mal mit Ausweichen. Dankeschön. Ah. Du Pennergesicht. Warum ist der so viel stärker als der erste? Upsala. Ja, ist krass, ne? Der erste Boss, der war bestimmt doppelt so groß. Und der hier macht aber viel mehr Damage. Oh, oh, ich hab jetzt wieder einen angelockt, ne? Ich hoffe es doch nicht. Siehst du mal, Kumpel. So, jetzt tanz wieder. Tanzen, tanzen, tanzen. Ekelhafter Kerl. Oh nein, ich sehe wieder nichts. Diese scheiß Kamera, Leute. 785 XP. Ist es nicht schön. Ernsthaft, Leute, wenn der jetzt jedes Mal wieder kommt, dann kann ich den ja bis ins Unendliche abfarmen. Weiß nicht, ob das so spannend ist. Hallo. Ich muss mal das Parieren üben. Ich finde es übrigens richtig schön, wie die durch die Luft geschleudert werden, diese Typen. Na, Dickerchen. Au. Hör mal auf. Gute Nacht. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mal endlich weiter, da wo es auch weitergehen soll, durch dieses Portal. Und dann kümmern wir uns später um diese aufgenommenen und fallen gelassenen Fäden. Ich habe immer noch keinen Anhaltspunkt über die Runen von Antanas, diese drei. Ich habe es immer noch an, wie ihr seht. Antanas Wegweiser. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich eventuell irgendwelche Lichter sehe, irgendwelche Lichtsignale oder vielleicht auch, weiß ja nicht, irgendwas, dass das Gamepad vibriert oder solche Sachen, aber das hat's nicht. Schade. Schade. So, mein Freund. Ein Wiedersehen. Gott, ich würde sagen, wir machen da ein paar große Runen. Ich brauche die Hilfe nicht. Hör auf. So. Hallo? Achso, ich muss die jetzt. Bäum. Makellose Magier-Rune. Hä? Achso, wenn ich mehr Seelen gebe, dann kommen bessere Sachen raus, war's, ne? Oder so. Makellose Giftrune. Warte. Ich will nochmal gucken, was bringen die denn jetzt? Runen ausrüsten. So. Gifteffekt, ein Dot. Sehr schön. Magierrune, Angriffskraftbonus und Feuerschadensbonus. Und was bringt er zum Beispiel im Schild? Bonus auf Giftblockwiderstand, Magieblockwiderstand und Feuerblockwiderstand. Interessant, Leute, Gift. Hätte ich jetzt ein paar Dolche, dann würde ich wirklich gerne mal Gift ausprobieren. Hm. Die Pfeilspitzen, soll ich die vielleicht mal testen? Ich meine, die sind auch nicht schlecht, aber der Stab ist halt einfach besser. Ist einfach besser. Ich probier's mal hier. Ich mache hier mal Gift rein, oder? Oder Feuer? Ich weiß es nicht. Ich mach mal ein Gift dort drauf. Ich teste mal die Pfeilspitzen. Vielleicht komme ich mit denen ja auch ganz gut zurecht als Faustwaffe. Junge, gib Faust. Na, ich weiß nicht. Das dauert mir so lang. Oh, obwohl. Wenn ich das richtig kombiniere. Schwerer Angriff, leichter Angriff und dann leichter auf der anderen. Also Right Trigger, Left Button und Right Button. Okay, das könnte klappen. Ich werde jetzt erstmal... Huiuiui, habe ich viele XP, Leute. Aber ich brauche langsam auch richtig viel für die Level-Ups. Guck mal. Bam. Reicht nicht mal ganz. Ja komm, ich nehme endlich mal Glaube. Und vielleicht noch ein bisschen Vitalität. Und jetzt kann ich nämlich auch die anderen Zauber einstimmen. Mimikrie und Stich. Ihr sagtet, Stich ist ziemlich praktisch, deswegen werde ich die mal testen. Und Mimikrie ist halt, dass ich meine Kombos wiederholen lassen kann. Das habe ich ja schon gezeigt auf der PlayStation. Aber jetzt bin ich ungefähr wieder inhaltsgleich, soweit vom Content, oder?
Frage ist nur, wie komme ich jetzt... Leute, da ist eine Rune. Was mache ich jetzt hier? Ist das eine Rune, die ich... Nee, guck mal, das sind zwei Runen. Das sind wohl nicht die Runen von Antanas. Stimmt, ich wollte ja mit Jedka reden. Vielleicht kann sie mir ja helfen, die Tür zu öffnen. Wir stehen in deiner Schuld. Hagin, das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es her? Ich brauche den Ursprung. Oha. Was hat es mit diesem Buch der Ahnen überhaupt auf sich? Es ist das Einzige, was mir von meiner Familie bleibt. Und ich weiß, dass sie die Vision hatten, dass ich einen großen Schatz finde. Okay. Mal sehen, ob ich welche finden kann. Ja, es könnte nicht schaden, wenn du dich auch mal nützlich machst. Wenn ich wüsste, wo die herkommen, dann könnte ich die vielleicht übersetzen. Mhm. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Wie soll ich jetzt hier weiterkommen? Und dieses Puppern die ganze Zeit. Ja, zerstöre das Tor. Ich habe doch hier schon alles durchsucht. Sag mal, bin ich bekloppt? Die ganzen Gegner sind ja jetzt auch wieder da. Da ist zum Beispiel so ein Dicky. Hm. Autsch. Wow. Roll doch mal vielleicht. Oh, guck mal, das... Alter Schwede, das Gift tickt ja mal richtig hart. Guckt euch das mal an. Aha. Leute, das Gift ist echt krass. Oh, hallo. Fäulnis. Wieso aber auch direkt vergiftet? Bam! Okay, die Faustwaffen gefallen mir doch irgendwie. Ich muss nur mal rauskriegen, wie ich die Kombos richtig setze. Schönes Ding. Schönes Ding. So, wo haben wir es denn? Fäulnis. Wahrscheinlich wieder ganz unten. Fäulnis, ja. Das letzte sogar. Teile dieser Waffe wirken lediert, doch tatsächlich hat sie die Berührung mit etwas Organischem und doch Übernatürlichem korrodiert. Bringt das irgendwas? Nö. Hat keinerlei... Superfähigkeit. Braucht 18 Stärke. Ich glaube, es hackt. Pff. Dann nehme ich doch lieber wieder meine leckeren Pfeilspitzen. Die sind nämlich wirklich köstlich mit ihrem Giftschaden. Ach, sieh mal, hier war ich noch gar nicht. Kann das sein? Nee? Au. Oh. Die sollten mir vielleicht ein paar Herzchen, ne? Da kommen sie gleich wieder zu zweit hier. Sackgesichter. Komm her. Komm her. Ja, trau dich doch. Ach. Alter Schwede, guckt euch das Gift an. Achtung. Bam. Bam. Leute, ist das gut. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Das Gift ist Beste. Finde ich auch ein bisschen stark, ehrlich gesagt, nach einem Treffer. Quatsch. Sieh mal hier, da ist schon die erste Rune. Wahrscheinlich habt ihr mir das schon letzten Part geschrieben, dass ich da eine Tür übersehen habe. Aber... So habt ihr wenigstens nochmal ein bisschen Backtracking erlebt und das mögen wir alle so gerne. Also ich mag es gerne. Ich bin wirklich ein sehr begeisterter Backtracker. Vor allem, wenn ich weiß, da gibt es noch was zu entdecken. So, wo kam ich dann rauf? Hier wieder, ne? Da, ne? Da war irgendwo eine Treppe. Hallo? Wo ist die Treppe, bitte? Ich muss da irgendwie wieder hier raufkommen. Sag mal, spinne ich jetzt? Leute, ich habe jetzt... Ja, ihr wisst ja, wie das bei mir ist, ne? Mit den Aufnahmephasen. Manchmal habe ich halt ein bisschen Zeit und dann wieder gar keine Zeit und dann vergesse ich Dinge. Ich vergesse Dinge. Oh ne, da war die Treppe, genau. Im inneren Ring, im äußeren konnte man ja nur rumgehen. Ach ne, hier war die Treppe. Ach doch, warte. Genau so habe ich das letztes Mal gemacht. Ich erinnere mich. Ja, du weißt schon, dass du jetzt abkratzt, ne? Ah, ich muss das einfach mal sehen. Kann ich da eventuell rüberspringen? Ich glaub's ja nicht, ne?
Hui! Alter. Das kannst du echt knicken. Das kann man echt knicken. So, wo ist dann... Ja, hier war es im äußeren Ring. Na gut. Oh, man braucht gar keinen Anlauf nehmen. Ich finde das voll gut. Man muss einfach nur die Sprinten-Taste und dann direkt springen. Dann macht er sowas hier. Hier. Ups. Wunderbar. Würde ich eigentlich gar nicht mehr so schwer, das Springen. Die vertikale Fortbewegung. Kann man sagen. So. Da unten war wieder ganz viel los. Die Hunde. Oh, die Hunde, Leute. Aber ich glaube, mit der Waffe hier kann ich jetzt auch wunderbar immer den Schild oben halten. Beziehungsweise mit Schild kämpfen. Denn ich muss ja nicht Kombos landen. Ich muss einfach nur einen Treffer landen. Und dann sind die vergiftet. Guckt euch das mal an. Tot. Ach, Kinder, ist das schön. Ja. Du wirst sterben. So oder so. Das Gift hat aufgehört. Okay. Au. Bam. Okay, und dann muss hier also auch irgendwo ein Schatten. Ach, da drüben. Die Tür. War hier nicht noch so ein Dicker? Oh. Was? Wirft er da mit Bärenfallen? Bescheuert. Ein Spam, ne? Oder wie war das? Bart! Wieder down! So, was habe ich? Versiegelte Rune. Sehr schön. Hier sind doch bestimmt wieder... Nee. Hier ist keiner. Diese Truhe ist verschlossen. Wart! Das finde ich jetzt aber nicht gut. Oh oh. Ein Horn ertönt. Ja, das war dieser Mittelteil, den habe ich jetzt auch mit geöffnet. Warum ist die Truhe verschlossen? Ist das mit einer Rune? Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade meine ganzen großen Runen verbraucht habe. Ärgerlich. Nein, dann komme ich später nochmal wieder. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, es ist leider schon wieder vorbei, dieser Part. Ja, es ist halt immer so eine Sache. Ich würde wirklich gerne manchmal auch eine Stunde aufnehmen am Stück. Aber das geht ja nicht. Besonders in 60 Frames. Da rendert das ewig, Freunde. Na gut, ich würde mich über ein paar Likes und Kommentare freuen. Und wenn ihr wieder einschaltet zu Lords of the Fallen.